Hey Leute, ich bin's wieder, euer Rotax und herzlich willkommen zum nächsten Server-Tagebuch-Video hier auf meinem Channel. Ja, und dieses Mal mit einem kleinen PvP-Event. Ich weiß es schon länger her, aber ich habe irgendwie bis jetzt noch nicht wirklich die Zeit gehabt, das hier zu schneiden und nachzukommentieren. Deswegen sorry an alle, die da irgendwie ungeduldig waren. Es kommt jetzt irgendwie eine Woche verspätet oder so. Ich hoffe, das passt aber trotzdem. Ist ja trotzdem gleich nice gewesen, hat trotzdem Spaß gemacht. Und ja, hier so ein kleiner Probekampf gegen den TrueMG war da mal am Start, also bevor das Event quasi gestartet hat. Und ja, da haben wir noch einen Regenerationstrank, glaube ich, gehabt, im Gegensatz zu später dann. So, hier wurde ich mal direkt richtig geschlagen von dem. Wie gesagt, das war noch nicht direkt das Event, das war nur so ein kleiner Testkampf, ob hier alles funktioniert, ob die Arena funktioniert, ob das mit den Tränken überpowered ist. Und wir haben dann irgendwie beschlossen, der Regenerationstrank ist zu viel, so irgendwie im TS. Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir den mal raus. Zack, hier nochmal ein bisschen rumgeleckt. Das war auch schon mit dem Bogen. So, und jetzt direkt drauf, Alter, da gebe ich den True. Auf jeden Fall richtig nice mit dem. Hat er wirklich ausgesehen wie ein Schneemann, mal so einen Schneemannkopf auf, so einen verzauberten mit Schutz 4 oder Schutz 5. Hatte Lederbrustpanzer mit Haltbarkeit unendlich und was nicht alles. Also war auf jeden Fall richtig cool gemacht. Und hat auf jeden Fall Spaß gemacht, hier zu kämpfen. So, ich bin gespannt, wer da gewinnt. Ich glaube, ich habe True da richtig schön. Ja, nice. So muss das. Ja, und jetzt geht es auch hier direkt los mit Musik, mit dem PvP-Event. Hier geht's dann. Naja, hier ging es in so Portale rein. Mein Kampf war gegen den Nico durch. Ich habe natürlich nicht alle Runden gefilmt. Ich habe nur so ein bisschen, ja, so ein bisschen reingefilmt ab und zu. War auch zwischendurch ein bisschen weg. Bin dann zum Finale wiedergekommen. Das ist das Finale, seht ihr hier auch. Und ja, später gibt es dann noch ein kleines Spleef-Event hinten dran. Also irgendwie sind in letzter Zeit richtig viele Events auf CardCon gewesen. In nächster Zeit gibt es ja auch Obsidian King von Armageddox. Also wie gesagt, freue mich auf jeden Fall da schon drauf. Und hier ging es eben los. Mein Kampf gegen Nico D. So. Dirk mal ein bisschen geschlagen hier am Anfang. Zack. Jo, und beim Spleef-Event nachher ist es halt so, also da gibt es leider kein Finale, da ich da beim Finale nicht mehr online war. Also da war ich schon wieder weg und musste irgendwas anderes machen. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Auf jeden Fall hier bei dem PvP-Event gibt es jetzt das Finale. Hier seht ihr noch wirklich den Gewinner. Beim Spleef weiß ich es gerade aktuell nicht, aber egal. Ist trotzdem nice. Hab mal meine Runde mit reingenommen und eine andere Runde. Und ja, hier beim Event-Server waren die ganzen Leute im Vanish, also hier oben konnte jeder zuschauen. Durch eine Barriereblockdecke war das, glaube ich. Und ja, hier der Nico nochmal gewonnen. GG hat er mir nachher irgendwie geschrieben. 1,5 Herzen hat er noch oder ein Herz, ich weiß es gar nicht. War auf jeden Fall richtig eng und hat echt Spaß gemacht, da zu kämpfen. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. So, und jetzt geht es hier mal rund gegen den Sehix und der Dobby TV sind hier am Start, die kämpfen hier. So, Dobby hat sich mal am Anfang, glaube ich, auf dem Dach versteckt, irgendwie hat da runtergeschossen mit dem Bogen und dann ging es eben richtig los hier, die gingen richtig rein in den Kampf. So, dann hat er sich hier mal diesen Absorptionstrank reingeschmissen. Das ist ja so, wenn man sich den quasi, naja, droppt, dann bekommt man 4 extra Herzen, bekommt Direktheilung, 2 oder so auch noch dazu. Also das ist ein richtig nicer Trank, eigentlich. Also den sollte man wirklich nur in Extremsituationen einsetzen. Habe ich bei mir zum Beispiel zu früh eingesetzt bei meinem Kampf gegen Nico. Deswegen habe ich da auch dann, naja, verloren mehr oder weniger, weil gehittet haben war ziemlich gleich gut. Und ja, hat man auf jeden Fall ein bisschen warten müssen, bis man sich den reinschmeißt. Und das sehe ich nochmal gewonnen gegen den Dobby. Nächste Runde war dann Nameless gegen Dobby TV. Das war, glaube ich, dann das Halbfinale oder, nee, das ja, war das Finale, Kampf 3 und 4 war das, glaube ich, also bin ich ja schon im Game-Mode rumgedüst, habe ich ein bisschen Filmrechte quasi bekommen vom TrueMG wieder, danke nochmal dafür und ja, hier der Lukas 123 im Siegel, ich mal die Rotax, läuft bei dir, so, bin auf jeden Fall da manchmal mit so einem Zombie zu Kopf rumgeflogen, habe so ein bisschen die Zuschauer rumgeärgert, da so ein fliegender Zombie dann rumgeflogen ist, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ja, hier der Nameless direkt mal raufgegangen aufs Dach. So, bin mal gespannt, wie das hier ausgeht. Er ist halt gar nicht mehr, wer gewonnen hat. Das ist echt schon viel zu lange her. Sorry nochmal dafür, dass es so spät kommt, die Folge. Aber ich hoffe, das passt so. Oh ja, Rotax kommt auch wieder im Chat. Läuft bei euch auf jeden Fall. Ich glaube, meine Abmoderation, die hat sich irgendwie schon jeder gemerkt hier. So, waren auf jeden Fall richtig spannende Kämpfe dabei. Und wie gesagt, ich bin hier ein bisschen rumgeflogen. Habe auch manchmal mit Damage-Tränken so ab und zu reingeschmissen, sobald halt nur noch einer da war und den getötet. Hat auf jeden Fall echt Bock gemacht und läuft auf jeden Fall. So, sieht gerade ganz gut für Dobby aus. Der hittet Nameless hier ganz nice, aber auch Nameless spielt ganz gut. Ich weiß gerade echt nicht, wer da gewonnen hat, aber ja, sehen wir hier. Dobby hat gewonnen, GG. Gut gekämpft nochmal und hier, ich bin nochmal mit dem Zombie-Kopf rumgeflogen und habe mich da vor den reingestellt. Dürfte auf jeden Fall ganz lustig für die Zuschauer ausgesehen haben, denn ich war ja unsichtbar. So, und dann ging es eben ins Finale CX gegen It's Tom. Hier sehen wir schon.
Die schenken sich richtig ein mit dem Schwert. War auf jeden Fall echt schwer, so muss ich auch dazu sagen. Auf der Map spielen war auch echt irgendwie, naja, wie soll ich sagen, es war immer richtig, du bist immer konfrontiert gewesen mit dem Gegner, weil du einfach nicht weglaufen konntest. Was ich auch ganz gut fand, weil, naja, bei manchen PvP, wenn sie es ja so bei Last Man Standing, das ist ein reines Davonlaufen oder Verstecken oder manchmal so ein Massenkampf. Hier bei diesem 1 gegen 1 hat es schon echt Bock gemacht, vor allem auf der kleinen Map, da war man da schon ein bisschen, naja, man musste wirklich direkt reingehen, sonst war man direkt tot. Und das fand ich ganz nice. Hier hat nochmal der CX gewonnen. GG, gut gekämpft. Und ich glaube, der hat dann auch direkt das Turnier gewonnen. Wenn ich mich nicht ganz täusche, hat auf jeden Fall Bock gemacht, da zuzuschauen. Und ja, dann habe natürlich ich nochmal, dachte ich mir, ja, das kann ich jetzt dem CX nicht so gönnen. Der kann jetzt nicht direkt gewinnen. Da muss ich nochmal was machen. Bin dann mal direkt reingegangen, habe ihm nochmal eine geboxt mit dem Zombie-Kopf hier am Start. Und ich glaube, dann ist er mich hier, ja, hier ist er mich dann direkt nochmal angegangen, oder? Ja, da hat er mich geschlagen. Dann dachte ich mir so, hey du, sollen das, ich gewinne hier das PvP, wenn und hab dir nochmal mit einem Diamantschwert so ein bisschen, naja. Hier noch ein Schadenstrank hinterher, ist das sicher, sicher. Ja, die Hex kommt einfach mal. Ja, mit dem Schwert, das war ganz nice. Dann wird Schuh nochmal umgebracht. Ease. Läuft bei dem. So, und jetzt kommt eben wie versprochen eine kleine Runde Spliff, wie ich schon vorangekündigt habe. Hier direkt mal gegen den Janita 21 und die Janita 21 gegen den Graphic Death und Marcolino 26 am Start gewesen. Hier im Hintergrund noch ganz viele Leute. Der Truem Gate ist wieder mal veranstaltet. Echt nice, die ganzen Events hier, die auf Cardcon in letzter Zeit sind. Macht echt Spaß. Und ja, hier ging es dann los bei Spleef. Kennt ihr ja alle den Spielmodus, glaube ich. Man muss die Blöcke unter dem Gegner wegboxen, damit er runterfällt. Und ich, der RT, habe es natürlich wieder mal richtig verkackt in der ersten Runde und habe die Blöcke unter mir rund weggeboxt und habe somit, wie soll ich sagen, hab mir selber mein eigenes Grab geschaufelt oder wie auch immer man das nennen mag. Hier schon einer runtergefallen, der hat hier unten schon mal alles weggemacht und ich glaube, ich bin direkt dann unten nochmal reingefallen. Also, es war echt ziemlich schlecht, die Runde, die ich hier gespielt habe. Habe aber keine einzige Runde geübt und weiß ich nicht, hier seht ihr es, wie ich rumspringe, direkt mal da in mein eigenes Loch reingesprungen. Das war einfach so bad. Ich kann es euch gar nicht sagen, wie schlecht ich mich da gefühlt habe. Wie gesagt, einfach mal, weiß nicht, eigenes Loch reingefallen und dann nochmal unten auch. Also, das war, naja. Hab schon bessere Runden Spleef gespielt, denke ich mal. Und ja, habe hier nochmal zugeguckt. Ich glaube, der Marcolino hat das dann gewonnen. Ja, hier seht ihr es gerade. Zack, hier dann nochmal wegrasiert und dann war noch einer unten drinnen. Ja, der 333 XD, ja. Das war echt nicht gut, das war echt schlecht. Und ja, schade. Ja, war schade, aber kann man nichts machen. Ist ja ein Spiel, macht ja nichts. So, hier nochmal als kleinen Abschluss noch eine Runde mit dem Ölkuh, glaube ich. Der war da dabei, der hat sich da irgendwie gemeldet, so im Chat. Und hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Der war da irgendwie, ich glaube, der hatte nicht wirklich viel Plan, was der da macht oder wie das hier funktioniert bei Spleef. Der ist ja auch no normal runtergegangen. Hier seht ihr es gleich. Auf jeden Fall hat er echt Bock gemacht. Hier ist er runtergefallen und dachte, er ist schon tot. Deswegen hat er nochmal irgendwas geschrieben und Team Dewey hat ihn dann mal richtig nice weggekillt da unten. Also, naja, der arme Öl. So, auf jeden Fall, Leute, ich bedanke mich mal bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Das kleine PvP-Event mit dem Spleef-Event verknüpft. Wie gesagt, es ist toll, dass es so spät kam, aber ich denke, es ist trotzdem gut geworden. Und naja, bis zum nächsten Mal dann und ciao, euer Rutax.